Guten Morgen! Heute möchte ich euch über einen Fall berichten, wie aus dem Tierschützer Jay Conroy ein Ökoterrorist wurde, der über 4 Jahre im Gefängnis saß, wie es dazu kommen konnte und wie die Macht des Geldes auf perfide Weise Menschlichkeit und Mitgefühl verdrängen will. Dazu dient dieses Video. Dieser Fall muss noch stärker an die Öffentlichkeit und ich möchte Jay Conroy stellvertretend für viele Menschen, die sich friedlich für den Kampf gegen das Ausnutzen der Tiere engagieren, mit diesem Video unterstützen. Und die Message, dass die Menschen, die eins mit der Natur sind und verstanden haben, dass es nicht nur uns oder die Tiere gibt, sondern dass wir, wenn wir gesund und natürlich leben wollen, nur gemeinsam mit den Tieren auf dieser Erde leben können, mit diesem Video verbreiten. Also, Jay Conroy engagierte sich für die internationale Kampagne Stop Huntington Animal Cruelty, dessen Ziel die Schließung des größten europäischen Tierversuchsunternehmens ist. Jay Conroy selber hat Demonstrationen durchgeführt, Medienkampagnen gestartet und, was ihm dann zum Verhängnis wurde, interne Strukturen aufgedeckt, wie eben andere Unternehmen, die mit dem Tierversuchslabor bis dato geheim zusammengearbeitet haben. Auch hat er Besitzverhältnisse und monetäre Verflechtungen von Unternehmen zu dem Tierversuchslabor aufgedeckt und somit auch durch Abhängigkeiten generierte Zusammenarbeiten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Jakes Arbeit war erfolgreich. Er deckte auf und viele Unternehmen haben sich von dem Tierversuchslabor Huntington abgewendet, um eben der gestiegenen geistigen Bewusstseinsebene der Menschen, die Tierversuche immer kritischer beäugen, gerecht zu werden. Dadurch fiel der Aktienkurs des Tierversuchslabors in den Keller und die Tierversuchsindustrie erkannte, dass die Tierrechtsbewegung eben nicht nur noch einfach etwas Lästiges ist, was man irgendwie abschütteln kann, sondern dass die Aufklärung durch Menschen wie Jay Conroy tatsächlich etwas bewirkt, was sich am Ende des Tages auch auf den Gewinn der Unternehmen auswirkt. Also hat die Industrie, anstatt einfach zu akzeptieren, dass Tierversuche scheiße sind und auf Preiserbasis nicht gewünscht sind, da haben sich einfach die Lobbyisten zusammengesetzt, um 2006 den Animal Enterprise Terrorism Act, welcher besagt, dass Tierrechtler wie Terroristen behandeln, zu behandeln wären, gegründet. Grundlage für die Anwendung dieses Gesetzes ist jedoch, dass die Ökoterroristen, so heißen die, wie echte Terroristen Bundesgrenzen überschreiten müssen und Schäden von mehr als $10.000 verursachen müssen. Nur dann kann man die Tierrechtler wie echte Terroristen mit demselben Strafmaß verurteilen. Jay Conroy hat aber weder Bundesgrenzen überschritten, noch hat er mit seinen Demonstrationen oder Informationsoffenlegungen einen Sachschaden begangen. Aber dass Jay Conroy im Internet aktiv für seine Demonstration warb, das hat man dann einfach bequemerweise als Grenzüberschreitung gewertet. Internet ist ja die ganze Welt, ne? Und der fallende Aktienkurs des Unternehmens wurde dann als von ihm generierter Sachschaden gewertet. Hier erkennt man einmal wieder, mit welcher Vehemenz sich Menschen dagegen wehren, wenn ihr Geld angegriffen wird. Wie wichtig Geld den Menschen ist und vor allem bezeichnenderweise natürlich genau den Menschen, die nicht begriffen haben, was ein zufriedenes und vollendetes Leben ausmacht. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass Menschen, die denken, Geld sei wichtig, noch gar nicht verstanden haben, was es bedeutet zu leben und egal wie sozial und liebenswert sie sich darstellen nach außen, absolut empfänglich dafür sind, gekauft zu werden und ihre eigene Moral unter dem wohligen Mantel des Geldes zu begraben. Jedenfalls Jake zählte nicht dazu und musste 4 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbringen, weil er informiert hat. Und um den Tierrechtlern auch zu zeigen, wie ernst die Industrie es mit dem Kampf gegen die Ökoterroristen meint, wurde auch im Gefängnis selbst Jake noch nachweislich viel härter rangenommen als andere Gefangene. Ihm wurden aus fadenscheinlichen Gründen Besuche verweigert und er sah sich grundlos verschärften Repressalien ausgesetzt als seinen Mitgefangenen, die mit Mord und Drogendealerei keine so massive Gefahr für das Geld der Unternehmen darstellten, im Gegenteil sogar noch die unterstützt haben. Wie eben jemand, der Dinge offenlegt und der die Dinge beim Namen nennt, der die Realität beschreibt. Da möchte ich auch an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig die freie Meinungsäußerung ist, über die wir auch derzeit noch verfügen im Internet. Achtet und respektiert das, schätzt dies wert, denn man muss kein Prophet sein, dass Unternehmen über kurz oder lang versuchen werden und auch schon versucht haben, ihren Einfluss da geltend zu machen. Ich habe selber schon mit 3 Firmen Erfahrungen gemacht, die über meine Darstellung, meine Erfahrung mit der Firma unzufrieden waren und einmal rechtliche Schritte eingeleitet haben und 2-mal diese angekündigt haben, um mir Angst zu machen. Freie Meinungsäußerung ist wichtig,
Denn trotz dieser Möglichkeit sind die meisten Gehirne durch Marketing vernebelt. Trotz der Möglichkeit, dass ihr euch frei informieren könnt, glaubt ihr noch an Dinge, die ihr nie in Frage gestellt habt. Trotz dessen, dass diese Informationen kostenlos und frei zugänglich sind, wählen die meisten entweder Informationen, die sich einfach nur in ihren gelebten Alltag bestätigen lassen oder die ihren gelebten Alltag bestätigen, oder Informationen, mit denen sie ihre Ängste schüren können. Da ist der wissenschaftliche Konsens auch so wichtig. Da ist es wichtig, dass man die Schnittmenge der wissenschaftlichen Meinung wertschätzt. Ne? Es gibt immer rechts und links des Weges geblendete Menschen, die keiner Studie trauen. Aber lasst euch da nicht anstecken. Es gibt Informationen und die sind da draußen. Und für euch muss es wichtig sein, diese Informationen als das anzunehmen, was sie sind. Eine Information. Und erst wenn man sehr viele Informationen aus idealerweise sehr vielen Quellen hat, dann kann man sich auch da viel besser ein Urteil erlauben. Und dann sollte man sich auch ein Urteil erlauben, weil man eben Informationen hat, die, wenn man sich nicht komplett informiert, sondern nur aus einer Quelle sich bedient, einfach viel, viel mehr wert sind. Ne? Und tretet dafür ein, dass Informationen weiter auch frei fließen können und nicht Menschen wie Jay Conway oder Edward Snowden aufgrund geflossener Informationen und entstandenen wirtschaftlichen oder politischen Schaden gejagt und verurteilt werden. Das war mir heute ein besonderes Bedürfnis, nochmal auf die immer noch existierenden Missstände in den Köpfen der Menschen hinzuweisen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin gespannt auf eure Meinung zum Thema. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.